Mit der PlayStation VR veröffentlicht Sony seine erste Virtual Reality Brille und natürlich erscheinen zum Launch jede Menge Spiele. Welche das sind, das seht ihr jetzt. Jedes neue große Gaming-Erlebnis in Form von noch nie dagewesener Hardware benötigt eine Einstiegsdroge. Bei der Wii war das Wii Sports, bei PlayStation Move Sports Champions und bei Kinect Sports Joyride und Adventures. Für die brandneue PlayStation VR wird das PlayStation VR Worlds sein. Mit 5 unterschiedlichen Spielen soll VR Worlds zeigen, wohin die Reise in die virtuelle Realität führen wird. Das perfekte Spiel also, um Skeptiker zu überzeugen oder sich einen Überblick über die Möglichkeiten zu schaffen. Mit Riggs Mechanized Combat League haben wir auch schon direkt zum Release einen möglichen Multiplayer-Hit für die PlayStation VR am Start. In kurzweiligen 3 gegen 3 Matches übernehmt ihr die Kontrolle eines Mechs und versucht euer Team in insgesamt 3 verschiedenen Modi zum Sieg zu führen. Die insgesamt 27 Mechs sind dabei in 4 unterschiedliche Klassen unterteilt, deren Fähigkeiten und Arsenal geschickt kombiniert werden müssen, um eure Widersacher auszuschalten. Wer direkt zum Release der PlayStation VR zusammen mit seinen Online-Kumpels losballern möchte, der sollte Riggs mal im Auge behalten. What a classic! Und wenn ihr jetzt denkt, das ist mir alles zu langweilig, ich hätte gern was mit Weltraum und Dinos und so, selbst da hat Sony was für euch. In Robinson The Journey strandet ihr nach einem Raumschiffabsturz auf einem Dschungelplaneten, der unglücklicherweise mit einer Großzahl der gefräßigen Reptilien bevölkert ist. Entwickelt wird das gute Stück von Crytek und die lassen natürlich ordentlich die Grafikmuckis spielen. Und die hübsche Optik passt auch perfekt zum Gameplay, denn ähnlich wie in No Man's Sky wird hier auf Rumgeballer verzichtet, sondern viel Wert auf Erkunden gelegt. Wer sich zusammen mit der PlayStation VR ein Grafikbrett ins Haus holen möchte, könnte mit Robinson The Journey gut bedient sein. Super Stardust Ultra dürften Highscore-Jäger bereits kennen. Der Arcade-Titel findet nun auch seinen Platz in der VR-Welt, natürlich mit einem Twist. Anders als sonst seht ihr euer Raumschiff nicht aus der Vogelperspektive, sondern sitzt selbstverständlich direkt im Cockpit. Nette Idee, ob es in der Form aber den Nervenkitzel und das Suchtpotenzial vom Original einfängt, ist fraglich. In genau dieselbe Kerbe schlägt auch Battlezone. Entsprungen aus einem Arcade-Shooter sitzt ihr nun in der VR-Variante selbst im Cockpit und haltet euch mit viel Geballer die Gegner vom Leib. Koop und Customization wird in Battlezone großgeschrieben, sodass ihr mit bis zu 4 Spielern mit euren selbst zusammengestellten Panzern gemeinsam eure Widersacher bekämpfen könnt. Welcher der beiden Arena-Shooter sich nun mehr lohnt, bleibt abzuwarten. Und noch ein Shooter. Die Cockpit-Perspektive bietet sich aber auch einfach perfekt für VR an. Im EVE Online Spin-off Valkyrie wird das Hauptaugenmerk auf den PvP-Multiplayer gelegt. Trotzdem bietet das Spiel aber auch eine kurzweilige Singleplayer-Kampagne. Seit Anfang des Jahres ist der Titel bereits für den PC erhältlich und bekam bislang trotz der schicken Optik und der intuitiven Steuerung eher mittelgute Kritiken. Schuld daran ist der mäßige Umfang, an dem vermutlich aber so einige PlayStation VR-Titel zum Start zu knabbern haben werden. Ich bin mal so frech und zähle Hustle Kings VR als Sportspiel. Sowas darf natürlich zum Launch auch nicht fehlen. Ob man allerdings für Billard tatsächlich eine VR-Brille braucht, ist eine andere Frage. So sehr die vielen Cockpit-Shooter auch nach Abwechslung schreien, so macht dort die teure Brille gameplay-technisch deutlich mehr Sinn als in einer Runde Billard. Nichtsdestotrotz, wer nach dem vielen Geballer mal Lust auf eine schöne Runde Snooker hat, kann ja mal ein Auge drauf werfen. Der Überraschungshit Until Dawn bekommt ebenfalls ein VR-Spin-off. Leider entpuppt sich das Spiel auf den ersten Blick als ideenloser Rail-Shooter, der nichts mit dem erstaunlich spaßigen Original zu tun haben scheint.
Für eine kurzweilige Ballerrunde sicher ganz nett, aber zum Release bietet die PlayStation VR einfach deutlich interessantere Titel, sodass sich diese Geisterbahnfahrt vermutlich erst im Angebot lohnen wird. Ähnliches gilt vermutlich auch für Batman Arkham VR. Fans der Fledermaus werden es sicherlich super geil finden, einmal mit Batmans Spielzeugen zu spielen, aber wie lange hält der Spaß? Auch hier dürfen wir scheinbar wieder mit einer Tech-Demo rechnen, die spielerisch schnell an ihre Grenzen kommt und einfach nur zeigen möchte, was sich mit VR alles anstellen lässt. Ob einem das Geld wert ist, bleibt jedem selbst überlassen. Etwas mehr Spiel bietet da die Klötzchenbauerei Tumble VR, die euch mit zahlreichen Rätseln und Herausforderungen bei der Stange halten soll. Baut Türme und Brücken nach bestimmten Vorgaben und behaltet dabei eine ruhige Hand, um nicht alles zu Fall zu bringen. Neu dabei sind kompetitive Modi, in denen ihr euch mit euren Freunden messen könnt. Bereits der Vorgänger auf der PS3 konnte begeistern, sodass wir uns jetzt sicher sind, dass auch die erweiterte VR-Variante für viele spaßige Stunden sorgen wird. Wer sich Battlefront gekauft hat, besitzt bereits direkt zum PlayStation VR-Start schon ein Spiel, nämlich Star Wars Rogue One X-Wing VR Mission. Wie nicht anders zu erwarten, sitzt ihr in diesem Titel im Cockpit eines X-Wings, beschützt Frachter und ballert TIE Fighter in kleine Stücke. Für Star Wars-Fans geht hier sicherlich ein kleiner Traum in Erfüllung, da hier auf sehr viele kleine Details geachtet wurde, wie zum Beispiel eine freudig piepsende R2-Einheit hinter euch im Astromech-Steckplatz. Auch hier bleibt allerdings wieder zu sagen, dass Star Wars Rogue One kein Systemseller ist, aber allein für das Star Wars Feeling ist die kleine Spielerei ihr Geld wert. So, das also ein erster Überblick über die Launch-Titel zur PSVR. Natürlich werden in den nächsten Wochen und Monaten noch jede Menge mehr Spiele erscheinen. Da halten wir euch hier bei Vorzocker natürlich auf dem Laufenden. Und wenn ihr euch noch überhaupt nicht sicher seid, ob ihr euch eine PSVR holen sollt oder vielleicht doch lieber eine Oculus Rift oder eine HTC Vive, dann checkt mal hier unten den Link. Denn ich habe mal alle drei Virtual Reality Brillen miteinander verglichen, habe mir die Hardware angeschaut, die Preise angeschaut, die Features, die Vor- und die Nachteile und das alles mal miteinander verglichen. Dieses Video findet ihr hier. Und schon mal als Ausblick auf die nächsten Tage, der Cookie hat sich nämlich die PSVR tatsächlich bestellt und wird die jetzt auch zum Launch hoffentlich pünktlich erhalten. Und das heißt, wir gucken uns dann die Spiele mal an und werden das natürlich für euch auf Video festhalten. Das heißt, nächste Woche gibt es dann von uns ein PSVR-Gameplay-Video. So, das war's von mir für heute. Ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.